Hallo Freunde, ich mache mich jetzt auf den Weg nach München, aber ich habe noch eine kurze Nachricht für euch. Bleibt dran! Hallo Freunde, so, ich bin jetzt auf dem Weg nach München zur Sonderplenarsitzung des Bayerischen Landtages und heute macht unser Corona-Kini Markus I. wieder eine Regierungserklärung. Es geht natürlich um die Ergebnisse der Berliner Klüngelrunde und wir haben einen Dringlichkeitsantrag vorbereitet, obwohl wir die Inzidenzwerte neu genauer unter die Lupe nehmen wollen. Denn versprochen war immer, dass ab einer Inzidenz von 50 die Lockerungen beginnen und auch entsprechend aufgemacht wird für den Einzelhandel, für die Gastronomie, für die Friseure und alle anderen, die irgendwelche Dienstleistungen erbringen. Versprochen war das eine, gehalten wird was anderes, nämlich ist jetzt nämlich im aktuellen Entwurf eine Inzidenz von 35 vorgesehen. Ihr seht, wir reagieren tagesaktuell und wir werden uns nochmal hinterfragen, welche Motive das Ganze hatte, dass man jetzt halt auf einmal von einem Wert von 35 spricht und von einem Wert von 50. Das hat nämlich große Auswirkungen auf die ganzen Gewerbetreibenden. Ihr seht, wir sind für euch dran. Verfolgt es live im Livestream. Wir kämpfen für euch.